zusammen und willkommen zur Videoversion unserer kleinen Kodi-Serie. In diesem Video zeigen wir euch erstmal die Grundeinrichtung, sprich welche Einstellungen ihr vornehmen solltet und wo ihr sie findet. Los geht es hier oben mit den Einstellungen und dann solltet ihr als erstes mal in die Service Settings schauen. Und bevor ihr anfangt, hier unten von Basic über Standard über Advanced auf Expert schalten. Da werden jetzt einige Optionen auftauchen, die euch vielleicht überhaupt nichts sagen, ist aber auch egal. Besser ihr seht welche, die ihr nicht versteht, als dass euch irgendetwas verschwiegen wird, was vielleicht ganz interessant sein könnte. Wirklich relevant sind hier zunächst mal die Einstellungen unter Control, sprich ihr solltet den Webserver aktivieren. Das sorgt einfach dafür, dass ihr im Netzwerk beispielsweise über das Smartphone mit einer Fernbedienung Kodi steuern könnt und das dürfte in der Regel der Sinn der Sache sein. Den Rest könnt ihr erstmal so lassen, nur hier unten, wie gesagt, dieses Allow Remote Control from Applications and Other Systems bedeutet nichts weiter als, ihr möchtet beispielsweise Yahtzee auf eurem Android-Smartphone nutzen, um hinterher die Medien abzuspielen. Merken solltet ihr euch vielleicht noch den Punkt 8080, das ist der Port, den müsst ihr bei Fernbedienungen in der Regel angeben, sofern er nicht als Standardport vorgegeben ist, ebenso wie der Nutzername Kodi. Und falls ihr das Ganze schützen wollt, könnt ihr auch noch ein Passwort setzen. Ist halt jetzt eine Frage, wie viele Menschen da bei euch im Netzwerk rumwuseln. Nächster Punkt ist die UPnP DLNA. Da geht es darum, wenn ihr andere DLNA-fähige Geräte im Netz habt, seien es Fernbedienungen, Control Points oder auch Hardware, Software, ganz egal, solltet ihr das hier oben anstellen, damit entsprechend die Kodi-Bibliothek, die ihr später dann noch aufbaut, überall im Netz erscheint und von anderen genutzt werden kann. Wenn Kodi andere Player finden soll, könnt ihr das hier noch anschmeißen. Das gleiche geht für den Remote Control via UPnP. Es gibt Fernbedienungen, die extra für Kodi sind. Die funktionieren dann ohne DLNA oder sie funktionieren direkt mit DLNA, sind aber eben auf Kodi gemünzt. Aber jede andere UPnP-Fernbedienung oder DLNA-Fernbedienung kann das Ganze eben auch steuern. Im Zweifelsfall werft es einfach mal an, andernfalls stoßt ihr irgendwann auf Fehlermeldungen und das ist, glaube ich, gerade am Anfang eher lästig. AirPlay könnt ihr ebenfalls aktivieren, bei mir gibt es keine Apple-Geräte, also lassen wir das jetzt mal sein. Das war es eigentlich schon mit den Service-Einstellungen, die wichtig sind. Ein paar weitere gibt es hier noch unter System Settings. Allen voran das Display, sprich wenn ihr Kodi zum Beispiel auf dem normalen Rechner laufen habt und ihr habt mehrere Monitore dran, könnt ihr hier über den Display-Mode Fullscreen auf dem ersten oder auf dem zweiten Monitor haben oder einen Windows-Mode machen. Entschuldigung, sprich ihr habt dann ein ganz normales Fenster, das ihr nach Belieben verschieben könnt. Ich mache das jetzt mal nicht, weil das Bild hier ansonsten aus dem Fenster hüpft. Insofern ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, wo es ist. Alle anderen Dinge könnt ihr hier erstmal so lassen. Wenn es zu Fehlern kommt, könnt ihr immer noch nachschauen, muss aber nicht. Das gleiche gilt im Wesentlichen für Audio, wenn ihr ein Standard-Stereo-Setup habt, wenn ihr mehr Kanäle bespielen möchtet, ist das hier der wichtige Punkt, wo ihr entsprechend euer Sound-Setup einstellen könnt, bis hin zu 7.1. Die meisten weiteren Einstellungen braucht ihr hier auch wieder nicht, allenfalls die GUI-Sounds, also die Geräusche, die Kodi macht, wenn ihr irgendwo draufklickt, sind nicht jedermanns Sache, lassen sich hier abstellen. Falls ihr in einem komplexeren Netzwerk sitzt, werdet ihr vermutlich dieses Video nicht schauen, aber falls etwas nicht funktioniert oder der Papa das Netzwerk administriert und es gibt keinen Internetzugriff, ist es vielleicht ein Proxy-Server, der eingestellt werden muss. Da müsst ihr euch dann einen im privaten vermutlich niemals vorhandenen Sys-Admin, Netzwerk-Admin, wen auch immer wenden. Aber das wäre zumindest der erste Punkt, wo ihr nachschauen könnt, wenn später zum Beispiel das Scrapern nicht funktioniert, sprich das Besorgen von Metadaten für eure Videos. Ebenfalls interessant sind die Einstellungen zu Add-ons, braucht ihr allerdings auch erst später, wenn ihr denn mal Add-ons habt, aber für den Hinterkopf solltet ihr schon mal behalten. Dann könnt ihr auch direkt wieder zurückgehen und weitere Einstellungen braucht ihr gar nicht unbedingt. Wenn ihr mehrere Nutzer habt, wie gerade schon angesprochen, wäre das hier unter Profiles einzustellen, wo sich sowohl, ihr seht es hier, sind beispielsweise mehrere Nutzer drin. Im Moment sind wir eingeloggt als Testnutzer. Aus dem ganz einfachen Grund, der Master User, der normale Nutzer dieser Kodi-Installation,
hat bereits eine Bibliothek und der Tester fängt mit einer neuen Bibliothek an, mit neuen Add-ons, sprich mit einer komplett leeren Kodi-Installation. Wenn ihr also zum Beispiel für Kinder oder Eltern oder Freunde weitere Nutzer anlegen wollt, die können dieselbe Konfiguration oder zumindest dieselbe Ausgangskonfiguration haben wie der Standardnutzer. Oder sie haben jeweils ein einzelnes leeres Kodi. Natürlich ist auch ein Passwortschutz möglich. Und im Grunde genommen war es das auch schon. Individualisierung läuft dann im Wesentlichen über die Skin-Settings. Hier gibt es je nach Skin unterschiedliche Dinge, die ihr einstellen könnt. Interessant sind wohl am ehesten noch die Menu-Items, falls ihr irgendwelche Dinge nicht braucht. Beispielsweise wird hier niemals ein Radio drüber laufen. Es werden niemals Bilder drüber laufen. Für das Wetter habe ich ein Ding, das sich Fenster nennt und ohne Windows auskommt. Und das war es eigentlich auch schon mal wieder. Dann könnt ihr komplett wieder zurückgehen und im nächsten Teil zeigen wir euch dann, wie ihr eine Bibliothek aufbaut. Und wer das Ganze jetzt vielleicht etwas langsamer haben möchte, auf tutonaut.de findet ihr so ziemlich alles, was ihr hier im Video seht, auch nochmal schriftlich als normaler Artikel bebildert und als Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bis dahin.